So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde Sektor RP mit Liv. Herzlich willkommen. Und ich sehe schon wieder FPS-Einbrüche. Ich habe noch mal ein bisschen was an den Einstellungen geändert, habe noch mal im Internet so ein bisschen nachgelesen, ob man noch was mit dem Reshade und so, dass ich das wieder anmachen kann. Aber warum auch immer, schafft neuerdings, das ging ja früher, mit Harriet ging das irgendwie, aber neuerdings schafft es tatsächlich mein PC nicht mehr. Es ist der gleiche PC. Ich habe sonst nichts geändert. Nicht mehr zu streamen und Reshade gleichzeitig zu benutzen, offensichtlich. Und es liegt auch wirklich nur am Stream, weil in-game habe ich keine FPS-Einbrüche. Da ist alles tutti, alles supi. Nur im Stream habt ihr weniger FPS. Na, dann machen wir ihn wieder aus. Dann machen wir ihn einfach wieder aus. Gut. Ist dann so. Tippitipp. Ich gucke mich mal kurz nochmal um, dass ihr jetzt wirklich auch keine FPS-Einbrüche mehr habt. Sieht gut aus, zumindest im Zimmer. So, ihr Lieben. Ja. Ja. Der Owen kommt natürlich hier nicht. Oh, der Ausblick. Mann. Owen kommt natürlich nicht mehr aus dem Haus, wenn wir nicht da sind. Das ist ein bisschen problematisch. Jetzt ist mir leider gestern erst eingefallen, dass man es eventuell so machen könnte, dass wir uns irgendwie vorher absprechen müssen, IC, wer denn theoretisch wahrscheinlich früher aufsteht von uns. Und derjenige, der später aufsteht, kriegt den Schlüssel. Genau. Weil vorher war es halt so, dass du aus einem Haus immer rauskamst, egal ob aufgeschlossen war oder nicht. Das geht jetzt hier im Hotel zumindest nicht. Vielleicht geht das bei den eigenen Häusern. Bei den eigenen Häusern kannst du wahrscheinlich auch mehr Schlüssel machen, das wäre es egal, aber hier zum Beispiel komme ich nicht raus. Komme ja halt nicht raus, wenn ich keinen Schlüssel habe. Das ist ein bisschen problematisch. Aber jetzt muss er mich halt irgendwie anrufen, wenn er kommt oder so. Wir haben einen Anruf verpasst. Von einer Nummer, die wir nicht kennen. Habt ihr uns schon mal angerufen? Und vier irgendwas? Nein. Dann rufen wir doch mal zurück. Bin Meister im Zurückrufen. PD03 Cowan, was kann ich für Sie tun? Sane hier, sie hat mich angerufen. Ja, das hat sich allerdings schon geklärt. Sie waren die einzige Staatsanwältin, von der ich die Privatnummer hatte. Deswegen dachte ich, Sie sind vielleicht schon im Dienst. Jetzt wäre ich im Aber jetzt Dienst. hat sich ja gefunden. Wunderbar, alles klar, danke. Ach, kein Problem, ciao ihm. Tschüss. Also, was hat er gesagt? Wie heißt er? Rains Nummer habe ich doch, oder? Rains gesagt? Was Nummer habe ich? Rains? Also, egal. Hallo Siggi, hallo Prisma übrigens. Oh, direkt die Stimme weg. Weil ich es nicht mehr gewohnt bin, höher zu reden. So. SMS haben wir keine. Nein. Ich habe aber meinen Social Media Account bekommen. Keine Sorge, die Passwörter sind alle schon geändert. Ist gar kein Problem. Metaschutz quasi durch Passwortänderung. Und deswegen habe ich VNet schon mal geöffnet. Nee, warte. Ich war vertippelt. Und habe schon mal ein Profilbild und sowas reingemacht. Das sind alles. Countess Evie Beatrice of Gravensworth. Wieso sind jetzt plötzlich so viele adelig? Also wir hatten ja auch die Frau von Winewood schon. Hier unser Delanois möchte auch mit Eure Hoheit angesprochen werden. Jetzt haben wir hier eine Countess. So, ich wollte eigentlich die Countess. Ava. Das Ava, von der mir gestern erzählt wurde, ja. Ganz kurz gucken, was die Countess so macht. Oh, benutzt auf jeden Fall Menü, das ist schon mal schön. Verheiratet, arbeitet bei einer Kanzlei. Ah, dann ist das, glaube ich. Kann das sein, dass das dann die Sekretärin da von dieser Black Lotus Law Group ist? Hallo Shizuma, kann ich mir vorstellen. Kleiderschrank. Dann lassen wir nämlich den Bademantel direkt im Kleiderschrank. Kurz nehmen wir einfach. Einlegen. Bademantel? Oh Gott. Okay, Kleiderschränke benutzen wird kompliziert. Okay, das ist eine Hose.
Reinlegen 1. Ich doch mit reinlegen, ne? Da wir jetzt alleine sind, fahren wir nicht mit dem Fahrrad, weil sonst brauche ich zu lange zurück, wenn er dann wach wird. Das wäre ein bisschen doof. Deswegen können wir uns eigentlich direkt in Schale werfen. Das Unterteil, ja. Hatte ich noch für Schuhe so. Die, ne? Oh. Perfekt. Arm wieder anlegen. Morgens anziehen, ne? Warte mal. Ah, nee. Ich dachte gerade, ich habe nur ein paar Schuhe. War gerade verwirrt. Torso richten. Ja, vielleicht? Sieht gut aus, ne? Nee, da fehlt ein bisschen was. Ja, vielleicht. Geht das? Super. Huch. Oh, beim Sitzen guckt ein bisschen was durch. Naja, who cares? Ich habe jetzt das auf der 4. Okay, muss ich mir merken. Jetzt will ich hiermit immer die Arme verschränken und. Ach. Schwierig. Passt. Hülle noch. Hülle! Und, vielleicht einfach speichern. Löschen. Perfekt. Let's go! Wir starten in den Talk. Hallo Moku! Ab geht's. Boah, ab zur Arbeit. Leute, da hinten ist ein Parkplatz. Vor der Tür stehen bleiben. Hat schon jemand einen Baller? Ich? Hast du Brot? Hast du Brot? Bestes Emote einfach. Uah! Sonne scheint. Herrlich. Diese Gang an mit diesem Rock, ne? Premium. Ich habe ein bisschen Angst, die Akten heute aufzumachen. Da werden wahrscheinlich einfach schon so fünf Seiten oder so von Akten da sein. Nach dem ersten Tag. Chesuma weiß schon mehr als wir anscheinend. So, müssen wir eigentlich irgendwann mal tanken? Garagenmeister hört sich auf, mit mir zu sprechen. Jo, du bist da. Dann fahren wir von hier zum Stadtpark und dann runter. Wow, Shizuma. Wow. Wow. Das wird der Tag der schlechten Wortwitze, ja? Wäre auch eine Tankstelle gewesen, aber ich glaube, bei der anderen ist halt, ne, bei Mittelpunkt und so mehr los. Wollen ja Leute kennenlernen. Ich bleibe gleich nicht stehen hier.
kurz vor der Tankstelle. Ein bisschen dumm. Der letzte Rico. Hallo. Mit Tastatur ist auch einfach Premium. Bei dem Auto mache ich mir nicht mal die Mühe, den Controller in die Hand zu nehmen. Braucht bestimmt Benzin, oder? Ich guck lieber. Ich gucke nicht, weil ich nicht. Ich gucke nicht. Bestimmt Benzin. 165 Dollar? Der war auch schon mal billiger. Das ist ein Viertelstundenlohn. Für einen Arbeitslosen wäre es fast ein Stundenlohn. Da. Guck mal, da sind ganz viele Leute. Ich fahre erstmal von der Zapfsäule weg und dann gucken wir uns kurz um. Ich bin ja angemeldet. Wir sind ja im Dienst. Könnte es sein, dass ich... Sind jetzt alle hin? Sind ja alle wieder weg. Guten Tag. Hallo. Verdammt. Where are they going? Guten Tag. Ich will gar nicht wissen, wie oft wir diese Lieder bzw. diese Playlist schon gehört haben. Sind alle weg. Ich gehe zu den Taxifahrern. Frage: Hast du Brot? Ohne Gespräch? Ja, nee, schon Gespräch und krass. Durchsuchung und was weiß ich, ja. Guten Tag. Guten Tag. Wäre ich doch mal länger wach geblieben. Der eine Officer kam rein, alleine, schaut mich an, schaut Mary an und sagt dann, ich brauche hier drin mal Verstärkung. Und ich frage, was ist jetzt los? Sie sehen auch wirklich sehr kriminell aus. Ja. Und dann wurden wir durchsucht. Die haben ein bisschen mit uns geredet und dann haben wir unsere Papiere von denen bekommen. Krass. Wäre ich doch mal länger wach geblieben. Wann war denn das? Ab 9 oder 9:30 würde ich jetzt mal schätzen. Ich hab mich auf die Uhr geschaut. Und ich musste bis heute Morgen um 12 warten. Oh je. Aber es war ganz los? Nett. Ja, war richtig viel. Oh je. Dann hatte ich ja. Aber das, wie gesagt, war richtig, richtig geil. Ging auch nicht lange. Das 10 Minuten gewesen sein. Ach, sind Sie neu hier? Ja. Ja, dann herzlich willkommen in der Stadt. Dankeschön. Ich meine, ich bin gestern schon durch die Gegend gelaufen hier. Die Dame, wie lange sind Sie schon hier? Gestern. Seit gestern, ah, okay. Mhm. Ich wollte eigentlich nur wissen, warum vor allem Sie, weil Sie sind ja gerade mir noch entgegengekommen, hier so stehen wie bestellt und nicht abgeholt. Kann man Ihnen irgendwie helfen? Wer ich? Nee, also wer der von Mann, uns der beiden? Schon hier stand. Ich bin der Taxifahrer. Und Sie warten einfach auf den Auftrag, oder? Ja, genau. Naja. Das ist wahrscheinlich nicht Palito, oder? Das Palito doch. Doch, Palito. Mhm. Da stehen Sie hier in der Stadt rum? Weil das aktuell so ist. Okay. Also oben ist nichts und aktuell ist hier unten viel mehr, ne? Mhm. Ja,
wunderbar. Konkurrenz belebt den Markt oder so. Ja, wir teilen uns ja alle, ne? Die Aufträge. Sehr schön. Also ich sehe niemanden als Konkurrenten an, ne? Ja doch, das belebt doch so ein bisschen, ne? Macht doch so ein bisschen den Nervenkessel aus. Können Sie ruhig sehen. Gut, ich wollte nur wissen, ob Sie irgendwie Hilfe brauchen oder so. Nö, alles gut, danke. Ja, gerne. Wiedersehen. Wiedersehen. Wenn man da voll Gas gibt, dann drehen wir alle Autos durch. Das ist großartig. Hervorragend. So, warte mal. Das neue DOJ. Komme ich denn da jetzt? Ich muss. Komme ich denn. Auf Seite Saarland, ne? Ich glaube, es ist auf Seite Saarland. Ach, guck mal, Barry's und Lisas Lieblingstankstelle. Und dann hier links, ne? Das da müsste, da so in der Nähe müsste das sein. Ich bin auf jeden Fall über den Platz, wo das steht, immer zum MD zur Arbeit gelaufen, meint Harriet. Das weiß ich noch. Hier, da geradeaus. Perfekt. Nee. Doch. Hier. Ah, guck mal. Da. Toll. Gefunden! Ob die DOJ-Wagen stehen jetzt erst hier und nicht erst über Nacht. Na, ihr wisst schon. Chief Justice ist endlich erreichbar. No. No, 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 no. Wir haben ja auch einen Rainer Chi. So, dann gucken wir erstmal, ob jemand da ist. Nope. 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 Sie. Mr. Hawkins, guten Morgen. Grüße Sie. Wie geht's Ihnen? Gut und selbst? Ja, wunderbar. Hervorragend. Aber heute schon meinen ersten Fall erzählen gehabt. Nee, den, ja gut, Beschuss auf Officer. Hm, das ist nicht so schön? Mit Raub. Das ziehe ich vor Gericht. Gut, wunderbar. Viel Erfolg. Ja, danke. Das nicht vor Gericht. Wie wir jetzt aus jedem Scheiß immer versuchen, Gerichtsverfahren zu machen. Auch gesehen, dass Sie gestern viele Fälle hatten. Das sind nur Split-Akten. Alles gut. Ah, okay. Achso. Ja, ja. Also gut, ich hatte nur zwei. Gesehen. Einmal in den Zellen und einmal ja, perfekt. Nach Aktenlage. Alles klar. Ja gut. Haben Sie schon andere Kollegen gesehen? Ich komme einfach rum, dann müssen Sie nicht so schreien. Ja, haben Sie schon andere Kollegen gesehen? Gesehen noch nicht. Ich bin auch gerade ehrlicherweise erst aus der Wohnung rausgekommen. Ich verstehe. Ich wollte gucken, ob hier jemand ist, aber habe ich nur Sie getroffen. Ach, da ist auch schon die Akte, sehe ich gerade. So. Ja, die füllen die noch aus. Ja, ja, ja. Wissen Sie, warum der geschossen hat? Weil er dachte, die Waffe wäre illegal. Dabei gibt es gar keine illegalen Waffen. Richtig. Er hatte Angst, seine Waffe zu verlieren, hat deswegen auf einen Officer geschossen. Na, jetzt hat er sie definitiv verloren, weil es eine Tatwaffe ist. Oh ja. Mhm. Idiot. Der Officer hat tatsächlich mit zu kämpfen mit den Verletzungen. Ja. Geht's nicht so gut. Bisschen psychisch, der hat gestern erst angefangen und jetzt wird er schon angeschossen. Oh nein. Und dann auch noch Kadett wahrscheinlich, ne? Keine Vorerfahrung. Ja, oh richtig. Keine Schussweste. Oh. Schussweste hatte er ja, aber Streifschuss am Arm. Trotzdem. Ja. Kann wohl kein Blut sehen. Ach. Ja gut, das ist jetzt. Na gut. Okay. Schwierig. Ungünstig, aber. Ungünstig, aber naja. Ja. Hätte nicht geschossen, hätte ich einen Strafbefehl fertig gemacht. Ja, ja, ja. Aber was kriegen wir noch an Officer oder auf Officer? Hm. Da müssen wir schnell ein Exempel statuieren. Ja, wir hatten gestern mit Grant, war ich dann auch nochmal in den Zellen. Ja. Da hatten wir auch überlegt, ob wir diesen Angriff auf Officer, also Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ob wir das auch direkt vor Gericht ziehen.
War das denn bewaffnet oder mit Fäusten? Mit Fäusten. Okay. Deswegen haben wir drüber nachgedacht. Ja, ich verstehe. Er war direkt so ein MC und deswegen. Ah. Ach, ich glaube, ich weiß, wen Sie meinen. Die waren ja richtig lautstark da oben in der Lobby, als die rauskamen. Nicht nur in der Lobby. Nicht nur in der Lobby. Ja, das waren auch die immer wieder ins PD reingegangen sind und dann wieder provoziert haben. Genau. Ich glaube, mit denen werden wir noch sehr viel Spaß haben. Eieieiei. Dann haben wir heute schon vielleicht 2 Gerichtsprozesse. Geht ja gut los. Hier, Luis Sanchez machen Sie, ja? Ja, richtig. Wunderbar. Ja, damit sind meine... tatsächlich soweit auch schon fertig. Gut. Das Schöne ist, er ist wenigstens geständig. Das macht es uns einfach. Das wird ein schneller Prozess. Das ist absolut richtig, ja. Ich habe gestern direkt schon eine Rechnung ausgestellt. Ein Strafbefehl ist schon bezahlt. Schön. Ja. Die 250 Dollar hatte ich gesehen. Nee, 100. Ach, 100. 100. Hast du noch einen, okay. Ja, in den Zellen. Die Akte läuft über Brian. Wir müssen unbedingt mit Mr. Mountcastle klären, wie wir das machen bei Tatsachendelikten. Da scheint es ja anscheinend verschiedene Kenntnisstände zu geben. Was gibt es denn für verschiedene Kenntnisstände? Ein Kenntnisstand ist, dass wir das nur bei komplexeren Fällen nochmal durch den Richter abwinken lassen und bei solchen Tatsachen nicht. Wie Drogenbesitz oder sowas. Ja. Das sollten wir heute mal Klarheit. Ja, wir treffen uns ja erstellen. Ja, richtig. Ich habe auch schon eine Liste gemacht. Bis dahin werde ich auch keinen Strafbefehl irgendwie durchsetzen. Ich warte da lieber noch. Ja, meine die ich nach Aktenlage gemacht habe, sind auch noch nicht durchgesetzt. Nur die halt in den Zellen, der wollte halt einfach direkt bezahlen, deswegen dachte ich, na gut, dann wäre halt die 100 Dollar. Ja, es kam halt so zustande, Mr. Grant hat das ja gestern gesagt, dass es wohl nur bei komplexen Fällen jetzt irgendwie sein soll. Ja, richtig. Ich hatte ja... Es gab ja die Ansage, wenn Sie eine Akte fertig haben, dann kommen Sie zu mir, vom Chief of Justice. Einen hab ich dann... wundervollen Mittag. Morgen. Einen wundervollen Tag. Grüße Sie. Kann man helfen? Ja. Ich wollte fragen, ob Herr Grant zu sprechen ist. Lassen Sie sich mal kurz nachschauen. Ja, wir gucken mal. Nein. Nee, der ist nicht im Dienst. Schade, weil wir haben da nämlich ein Problem. Erzählen Sie. Wir hatten gestern das Vergnügen in den Zellen. Er wollte daraus einen ganzen Fall vor Gericht eben machen. Das Ganze soll heute stattfinden. Das Problem ist nur, wir haben noch nicht mal ein Aktenzeichen. Und es gibt auch keins. Ich war jetzt zweimal heute, also gestern und heute beim PD. Es gibt kein Aktenzeichen. Ich habe gestern schon mit einem Ihrer Kollegen gesprochen. Auch hier ist nichts vorliegend. Brauchen Sie denn ein Aktenzeichen, um einen Fall vorzubereiten? Nee, das nicht. Aber es wäre halt schön, wenn es überhaupt eine Akte geben würde. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Missverständnis. Ich glaube, Mr. Grant meinte eher, dass das dann heute der Termin festgemacht wird. Nein, er meinte, er zieht uns heute vor Gericht mit unserem Mandanten. Ja, das meint er, glaube ich, im Sinne von, er macht heute den Termin mit dem Chief of Justice fertig. Ah, okay. Ja, nee, weil also seine Aussage war gestern wirklich, wir sehen uns heute vor Gericht. Ich glaube nicht, dass der Chief of Justice heute spontan eine Gerichtsverhandlung macht. Ich hätte es mir jetzt auch nicht vorstellen können, aber hey. Ich kann es mir tatsächlich vorstellen. Sehr gut. Wenn Sie... Aber dann haben Sie ja immer noch das Recht auf eine Vorbereitungszeit. Das ist absolut richtig. Das werden wir mit bedenken, ja? Dankeschön. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Sie versucht haben, ein Aktenzeichen bzw. Informationen zu bekommen und mehrfach, ja. Wir Ihnen keine geben können, ja. Exakt. Gut, wunderbar. Wir geben Ihnen Bescheid. Jo. Dann hören wir uns bestimmt nochmal den Tag oder vielleicht auch nicht. Mal gucken. Bestimmt. Wie war Ihr Name gleich noch? Jade King. Und Sie waren die Assistentin der Law Group, oder? Genau, ich bin die Assistentin der Law Group. Gut, vielen Dank. Gerne, gerne. Schönen Tag noch. Guten Tag noch. Wiedersehen. Guten Morgen, Grüße Schwester. Grüße Sie, Miss Wayne. Grüße Sie, Mr. Vionk. Mr. Vionk. Oder sollten wir eigentlich Monsieur sagen? Monsieur, wenn dann. Aber alles gut. Ja. Ich hätte doch nochmal ein Wörterbuch schauen sollen. Was haben wir denn da? So, Sie konnten ruhig rantreten. Joho, Mann. Was kann man denn für Sie tun? Das Büro von dem Obermutz von hier.
Warum? Das habe ich jetzt leider nicht verstanden. Das Büro vom Obermotz oder so. Ja, wir haben hier genau. keinen Mr. Obermotz. Hm. Nee, nicht in so ein Chefboss, irgend sowas. Mir wurde ja, gesagt. Entscheiden Sie sich, entweder Küche, also Chef oder Boss wie Boss. Ja, halt irgendwo, ich suche einen Schreibtisch, wo Alkohol drin ist. Und ich gehe davon aus, dass irgendwer hier es hat. Also wollen Sie klauen? Nö, also, nein, ich will nur die... Warum wirken Sie so nervös? Habe ich da irgendwie einen Nerv getroffen oder was ist bei Ihnen jetzt? Nein. Nachricht Mark Hawkins. Also ja, hier werden Sie auf jeden Fall nicht findig für dich mit Alkohol, das haben wir hier nicht. Noch nicht. Ja, und hier klauen ist auch wirklich eine schlechte Idee. Ja, wenn Sie hier klauen, könntest du direkt eigentlich ein Gerichtsverfahren eröffnen. Ah, würde ich doch nie tun. Also, das glaube ich Ihnen bestimmt, ja. Nicht viel, ich kenne Sie nicht. Haben Sie ein paar Dollar für mich? Also erst wollten Sie, ich fasse nochmal zusammen, Mister. Sie wollten Alkohol klauen und jetzt fragen Sie nach Geld. Ja, kommen Sie. Ja. Bitteschön. Hat ja anscheinend funktioniert. Jo, danke, Mann. Ja. Sehr freundlich. Gehen Sie bitte. Noch was von mir. Dann geleitet Sie Mr. Vionk aus. Bitte folgen Sie mir einmal. Warten Sie. Bitteschön. Dankeschön. Sachen gibt's, die gibt's nicht. Nee, kann man sich nicht ausdenken. Ach ja. Wenn ich eine Mail verfassen will, beziehungsweise jetzt eine Akte an eine Mail schicken will, ich wollte mal einen Testversuch machen auf meine und der sagt aber, die ist nicht. Das ist eine gute Idee tatsächlich. Und weil ich wollte nämlich wissen, von welcher Mail die dann gesendet wird. Ob die dann von der DOJ automatisch gesendet wird oder von meiner privaten, wenn Hallo, ich das dann schicke. Das wird von der DOJ-Adresse gesendet, allerdings gehen diese E-Mails nur an @start.gov-Adressen. Und jede Anwaltskanzlei kriegt eine @start.gov-Adresse. Ich verstehe. Okay. Gut, das war mir wichtig. Missbrauch zu vermeiden, wissen Sie. Ja, weil das ist tatsächlich wichtig, dass da die DOJ... Wo wir gerade bei dem Thema sind, ist übrigens auch wichtig zu wissen, wenn man nur Split-Akten verschicken möchte, muss man die komplett ausfüllen und darf nicht die Hauptakte mitschicken. Weil da ja ein ganz anderer Name drin steht. Spannend. Mhm. Wegen Datenschutz desjenigen, der in der Hauptakte steht. Wenn man es überhaupt da raussenden müsste. Das war die Sache. Apropos ist ja immer Datenschutz. Auf Aufforderung. Ich würde mal ins MD fahren, mich da vorstellen. Und das ist eine hervorragende Idee. Wie das da abgeklärt wird mit dem, ne? Wenn wir mal irgendwelche Sachen brauchen, was die von uns brauchen, ob die sich da was vorstellen und dann zu Wiesel News. Würde ich sagen, fahren wir da zu viert hin. Ja, perfekt. Mr. Vionk, können Sie fahren? Wir kommen mit. Ui. Perfekt. Welches Fahrzeug bevorzugen Sie? Aktuell habe ich gesehen, dass wir nehmen das große. Ich wollte gerade sagen, den Jubilee, oder? Ja, natürlich. Ja. Standesgemäß. Ansonsten mein Favorit. Fahrer sperrt auf, Mr. Vionk. Oui. Warten auf Sie, Mr. Vionk. Ich bin manchmal ein bisschen langsam. Dann gut. Ich brauche manchmal ein bisschen. Alles gut. Wo darf es hingehen? Entschuldigung. Erst zum MD. Wären Sie, wo das Sie ist? Einmal so nett und würden mir es einmal auf der Karte markieren? Natürlich. Reich mal hier kurz vor, ja? Oui. So, merci beaucoup. Sie haben Vorfahrt. Jetzt nicht mehr. Perfektes Leben, Mann. Fahrer, großer Auftritt mit riesem Auto, Bodyguard. Ach, herrlich. Ist das hier so gang und gäbe, dass man das eher ignoriert? Okay, verstehe. Nee, es ist sogar im entsprechenden Traffic Law so festgehalten. Ah, weh. Ich bin noch ein bisschen europäisches Fahrverhalten. Wenn Sie europäisch wären, dann müssten Sie ja ganz nah ran an die Ampel fahren. Die stehen ja irgendwie auf der falschen Straßenseite in Europa. Ui, das ist anders geregelt bei uns. Ja, anscheinend sind sie dann doch nicht so europäisch, wie sie immer denken.
Oh. Die kommen ja so langsam an. Shots feiert. Touché. Shots feiert. Und ich bin echt mal gespannt, wie spontan unser Chief Justice ist. Mal gucken, ob ich das heute schon vor Gericht bringen kann. Also wenn Sie müssen wissen, ich hatte gerade eben einen Fall, wo auf Officer geschossen wurde. Hoffentlich geht es den Officern soweit gut. Ja, dem geht es nicht so gut. Der kann kein Blut sehen, hat einen Streifschuss und er hat jetzt ist jetzt ein bisschen belastet dadurch. Ah, ist nicht sehr schön. Wer leitet das MD eigentlich? Fällt mir gerade mal so ein. Ah, Music Nerd Girl, hallo! Ja. Wie geht's? Habt ihr schon wieder Internet oder eher nicht? Vorsicht! Das war knapp. So knapp war das jetzt auch. Ein Stoppschild. Also, die müssen sie nicht ignorieren. Sigi, ihr seid verheiratet. Natürlich verfolgt sie dich. Abschneiden wäre eine gute Idee, ne? Vamps. Aber cool. Hält mir. Schlicht. DOJ, oder? Sieht man etwa so sehr, dass man von DOJ ist, ja? DOJ. Hallo zusammen. Hallo. Guten Tag, ja, hallo. Sie sehen nach DOJ aus. Hallo, genau, richtig. Das absolut richtig. Hier haben sie übrigens auch so ein Umhängeding. Oh mein Gott, ja, ja, danke. Ich hätte gerne die Führung gesprochen. Die Führung? Ja, die ist, das ist Dr. Asimov. Da kann ich Ihnen gerne eine Telefonnummer geben. Das, der ist immer erst ab 19 Uhr, 19, 20 Uhr da. Okay, sonst noch jemand, der irgendwie das was doch, zu sagen hat? Die verstellte Stimme kenne ich doch. Aktuell nicht. Okay. Die verstellte Stimme kenne ich doch. Aber ich komme nicht drauf. Ja. Das ist kein Problem. Dr. Asimov, ja? Richtig. Chefarzt oder Leiter des MDs? Ist Leitung des MDs. Die Stimme kenne ich. Die. Sind Sie bereit? Mhm. Das ist die 68. Mhm. 5, 5, 7, 8. Jetzt 8, 5, 5, 7, 8. Ja, genau. MD, wunderbar. Hat der noch einen Stellvertreter? Dr. King. Ja, das ist Oberarzt. Dr. King, ja, genau. Ja. Der ist auch nicht im Dienst? Nein. Können wir von ihm dann auch die Nummer bekommen? Aber das wissen wir nicht. Also ich muss weiter nochmal weitergehen. Ja. Ah, ich verstehe. Okay, gut. Ja, dann wende ich mich erstmal an ihn. Ja? Danke sehr. Ab 19 Uhr sagten Sie? Gegen Abend, okay. Meinte er immer. Ja. Alles klar. Wunderbar. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Bis zum Mal, ja, es gibt halt kein Problem. Bis dann. Adios. Tschüss. Ich werde die auch nur anhaben, wenn wir irgendwo hingehen, wo es wichtig ist, dass man sieht, dass wir direkt da sind. Sonst werde ich die wieder ausziehen. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt ins PD gehen und so, dann ziehe ich die halt einfach an. Dann müssen die Leute nicht nach dem Dienstausweis fragen. Die wissen also auch noch nicht so ganz, wie sie was machen. Wieso? Das heißt ja auch. Ich meine uns nicht. Gut, dachte schon. Ach so, sie meinten... Nashi, vielen Dank für dein Follow, dankeschön. Ich meine das PD, richtig. PD? Und das MD? Ah ja, okay, ich verstehe. Genau, ich wurde nämlich schon heute wieder in der Zelle, so halb eingeschlossen in der Schleuse. Schön. Wo darf's hingehen als nächstes? Spannend. Easy News. Oder? Ja, außer ja, hat, glaube ich, nichts zu sagen. Die verstellte Stimme kenne ich irgendwo her. Ist das Sie, Nando? Das no. Da sind wir vorbeigefahren. Ja, ein. So. Das, ich glaube, wir sind da vorbei. Sind wir vorbeigefahren. Norden, ja, genau, ist da an dieser Tankstelle. Ansonsten, wenn die auch nicht da sind, die Nummer von den beiden Inhabern von Weasel News habe ich bereits. Ja. Ah, wollte dann da anrufen?
Ja, gerne mal anrufen. Fragen, ja, ich habe auch Zeit schon irgendeinen komischen Newsletter abonniert, den ich nicht abonnieren wollte. Und komme jetzt ständig irgendwelche Spam-Nachrichten. Ah, spannend. Ja. Abonnieren Sie nicht die Newsletter von Weasel News. Ich? Okay. Nee, da kriegen Sie irgendwelche komischen Spam-Nachrichten. Hm. So, ich bin jetzt mal bei Victoria. Ah, es ist da. Wunderbar. Hallo Frau Zane, was kann ich für Sie tun? Miss Nobel, sind Sie zufällig gerade bei Weasel News? Wir sind gerade vor dem Gebäude angekommen, richtig. Perfekt, dann bleiben Sie bitte kurz da. Wir kommen kurz mal vorbei, ja? Sir, yes, sir, ma'am. Natürlich. Bis gleich. Bis gleich. Sie erwarten uns. Perfekt. Sir, ja, Sir, ma'am. Ja, und direkt der Hinweis, nicht wundern, die tragen seit 10 Jahren keine Schuhe. Was? Bitte was? Die tragen seit 10 Jahren keine Schuhe. Nee. Das verstehe ich nicht. Egal. Sie werden sehen. Okay. Nicht mehr Martha, Victoria jetzt, ja. Victoria Nobel. Sie ist seit 10 Jahren keine Schuhe mehr trägt. Jetzt verstehen Sie, ja? Das macht man warum? Fragen Sie. Guten Tag. Ja, was geht? Und wir brauchen schönen guten Tag. Eine Sache von Ihnen. Das ist ein Greenscreen-Room, ja. So, wo haben wir denn die Führung hier des von Weasel News? Kann die Führung mal kurz das Gespräch hier zu Ende führen? Das wäre super. Wunderbar. Ich würde dann gleich habe ich mitbekommen, dass Sie gerade im Gespräch waren. Entschuldigen Sie. Boah, Wayne ist aber zickig, ey. Was ist denn da los? Was kann ich entschuldigen Sie, ich habe nicht gehört, dass jemand gerade gesprochen hat. Deswegen dachte ich, konnte ich reden. Ja, wir sind vom DOJ, wir alle. Und wir wollten mal nachfragen, wie es denn da so aussieht, ob sie da bestimmte Vorstellungen haben, die Zusammenarbeit innerhalb von Behörden. Ja, ich meine, ihr Job ist es zu berichten und dafür brauchen sie natürlich auch Informationen, nicht nur vom DOJ meist aus, sondern auch vom PD. Und haben sie da irgendwelche Vorstellungen oder Wünsche oder Anregungen? Einfach nur Schauspieler oder so wieder machen. Was sie da für die Zusammenarbeit brauchen. So viele Leute und braucht einen Greenscreen. Das Grundproblem ist, wir wurden selber erst gestern von Corporate hierher geschickt. Wir versuchen ja gerade Bestandsaufnahme zu machen. Mhm. Was heißt, wir müssen uns selber gerade erstmal ein bisschen finden. Es wäre super, wenn wir Ansprechpartner bei Ihnen hätten, zumindest initial erstmal. Und dann würde ich meinen Wayne ist für uns Schwester losschicken, genau. Weil ihre Schwester wohl irgendwie sie einfach zu uns in den Kreis gestellt hat und meinte, ich lasse mal meine Schwester hier. Und seitdem nenne ich sie immer Schwester. An sich würde ich das tatsächlich intern erstmal besprechen, wer sich denn da bereit fühlt. An sich müssen wir das natürlich dann auch mit unserem Chief besprechen, wie er das gerne hätte. Ja, kann ja sein, dass er sagt, er hätte gerne einen bestimmten Pressesprecher vom DOJ oder er sagt, alle sind befugt, Auskunft zu geben. Das ist ja etwas, was ich gerne intern besprechen möchte. Und da möchte ich halt nicht vorab einfach entscheiden. Ja, alles klar, verstehe. Wer weiß ist aber schon, wer Chefredakteur, der sich da mit dem DOJ in Verbindung setzen würde? Das wäre der Herr Mason. Okay, könnten wir da die Kontaktdaten bekommen, weil dann werden wir uns an ihn einmal wenden. Eine Sekunde bitte. Die Nummer wäre die 457. Ja. 279. Chef von Weasel News. Chefredakteur, nicht Chef. Chefredakteur, ja. Aber ich habe vor Weasel News geschrieben, damit ich mal weiß, ne, wo sie hingehören. Wie war dein Name nochmal? Mason. Mason. M-A-S-O-N. Mhm. Wunderbar. Gut. Perfekt. Dann ist er unser direkter Ansprechpartner. Und wie gesagt, ich denke, wir werden heute Abend auch schon eine Antwort haben. Dann würde einer von uns sich dann bei Ihnen melden. Ausgezeichnet. Dann werde ich den Herrn Mason schon mal seelisch vorbereiten. Mhm. Das ist gut. Wir sind gerade auch noch dabei, unsere Technik zu sortieren. Also das kann vielleicht noch 1-2 Tage dauern. Ja. Aber nur, dass wir da schon mal das geklärt haben, ne? Wie das da dann die Zusammenarbeit funktioniert, weil die ja dann doch schon tatsächlich wichtig ist. Aber so eine komische Spam-Nachricht von ihrem Abo da habe ich schon gekriegt. Also das scheint zu funktionieren. Ausgezeichnet. Mhm, super.
Ich hatte schon Angst, der SMS-Newsletter würde nicht funktionieren. Nein, er funktioniert hervorragend. Großartig. Mhm. Ich hoffe, die Nachrichten haben Ihnen gefallen. Mhm. Super. Wir können die gerne noch weiter personalisieren. Ah, schön. Ja, ich würde gerne mit Liv angesprochen werden, das wäre super. Ich notiere mir das mal. Ja, danke. Das ist ein Grund, warum Sie keine Schuhe tragen? Gibt es einen Grund, warum Sie Schuhe tragen? Ja. Dann wären meine Füße nicht schmutzig. Ja gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin seit 10 Jahren ohne Schuhe unterwegs. Ich mag das Gefühl von Schuhen nicht. Warte mal, die SMS ist ja wieder weg. Ach so, das Mason hat das geschickt. Heißen Sommertagen nicht anstrengend? Mason hat sich ja überall fast die Füße, oder ist das eine Gewöhnungssache? Ich bin ganz ehrlich, der erste Winter war der schlimmste. Okay. Aber tatsächlich, nach ein paar Jahren bildet sich da einfach so dicke Hornhaut, dass das relativ egal ist. Ich verstehe. Okay. Und vielleicht keine schicken Füße mehr, aber es läuft sich einfach um einiges angenehmer. Und ansonsten gibt es ja auch noch Sandalen. Füße müssen funktionieren, die müssen nicht schön sein. Ja, das stimmt. Das ist ja fast wie ohne Schuhe. Ja. Das ist quasi nur eine Sohle umgebunden. Es gibt ja auch Momente, wo man dann doch mal Schuhe tragen muss, aber ich versuche darauf zu verzichten. Spannend. Sehr spannend. Ja, sie erkennt übrigens meinen Bruder daran, dass er auch barfuß rumläuft. Aber ich werde jetzt nicht jeden, der barfuß rumläuft, als Redakteur oder Reporter ansprechen. Ich befürchte, ich werde es nicht schaffen, das als Trend in der gesamten Redaktion durchzusetzen. Und zum Glück sind wir hier mehr als 2 Menschen. Das Problem wäre dann natürlich, am Strand einen Reporter zu finden. Ja. Er war nicht halb so lustig wie er. Dafür haben wir auch noch die schicken Marken am Hals. Haben Sie recht. Alles klar. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Nee, sonst, also ich habe zumindest erstmal sonst keine Punkte mehr. Ich weiß nicht, wie das mit den anderen Kollegen ist. Nee, soweit nee, keiner. Ich habe nichts. Okay, gut. Dann danken wir vielmals für Ihre Zeit. Gerne. Und dann Ihnen noch einen schönen Tag. Ebenfalls. Den wünsche ich auch. Wiedersehen, bis nochmal. Ruhige Zeit. Tschüss. Interessant. Ja, spannend. Ach, übrigens ein Tipp, wenn der Chief Justice Fantas sagt, am besten sofort Tisch sagen. Er möchte das immer komplettiert haben. Okay. Zurück zum Department of Justice, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ein Scherz war und er es hasst, wenn man ihn komplettiert. Nee, genau da möchte er das. Okay, na gut. War letztes Mal zu langsam. Er musste mich auch auffordern, Tisch zu sagen. Oh je. Wo darf das denn als nächstes hingehen? Wo kriegt man hier eigentlich gut und günstig Autos? Bei Life Invader war ich gestern am Hafen. Gibt's irgendwelche kann ich tatsächlich jemanden empfehlen? Ich glaub, ja, der erzählen da Sie. Thomas Clark sitzt jetzt mittlerweile im Autohaus, ist leider nicht da. Welches Autohaus? Boah, das ist eine verdammt gute Frage, wie das heißt. Die haben auf jeden Fall so, ich sag jetzt mal, obere Mittelklasse und SUVs und so. Wo ist das denn? Das ist auch eine gute Frage. Weil es gibt ja hier PDM, das ist ja jetzt hier rechts, theoretisch. Wir können mal zu den Feuerwehren. Müssen wir zu den Feuerwehr? Müssen wir dahin? Hab ich letztens gesagt. Das ist direkt neben dem DOJ. Ja, wenn wir schon da sind. Also PD war ich, Life Invader war ich gestern, da habe ich ein gutes Gespräch gehabt. Okay. Da war ich mit Mr. Patrick. Kilpatrick zusammen. Deswegen arbeitete da nicht Ihre Begleitung von gestern? Das ist meine Schwester. Achso, okay. Ihr gehört Life Invader. Ah. Und da setzen wir uns zusammen, da kümmert sich dann Mr. Kilpatrick und sonst bin ich gerade am Überlegen. Taxiunternehmen, wo, nee, unwichtig. Krankenhaus wird noch gemacht. Miss Zane, möchten Sie sich dann um Life Invader dann kümmern, wenn, nachdem wir dann heute zusammen gesprochen haben, oder um das Krankenhaus? Weil das machen wir direkt eine Aufgabenverteilung. Meinen Sie dieses Autohaus? Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich glaube nicht. Die sehen, wobei, der hat auch SUVs. Wirklich? Also wie gesagt, nicht. Er ist leider nicht erreichbar. Mhm. Ich guck gerade mal, wir sind auf dieser Maps-App. Gucken, was man hier alles so findet. So. Also das hier ist anscheinend ein Car-Dealer für die Map.
Jetzt. Schön, ja. Dann haben wir ja. PDM, das meinte ich ja, ja eben. Ja. Und dann gibt es Mosleys, das ist anscheinend auch ein Gebrauchtwagen. Nee, Mosleys ist ein Muscle Car Händler, da war ich gestern. Nee, der ist es nicht. Und dann gibt es noch einen Gebrauchtwagenhandel direkt noch in Davis. Nee, dann muss es PDM sein. Und dann gibt es halt den Import Cars am Hafen. Nee, es muss dann PDM sein. Ja, Hafen finden sie nichts Schönes, das können sie direkt vergessen. Na gut, dann würde ich mal zu PDM. Die haben doch bestimmt da so ein Vorzugerät. Ich habe die Leitstelle. Ich habe PDM. Nein, ich meine PDM, genau. Nee. Die hatte ich gestern irgendwo her. Warten Sie mal kurz. Irgendwie sind einfach nett. Da komme ich mittlerweile auch rein, aber ich hatte mich gestern rumgefragt. 401 ist die Leitstelle. Ruf ich mal an. Da geht keiner dran. Dann brauchen wir da auch nicht hinfahren. Waren Sie schon im SDE vorstellig oder bei den Park? Da war gestern schon der Chief. Also können wir gerne auch mal hinfahren. Da waren wir schon. Okay, weil bei den beiden war ich auch noch nicht. Da könnten wir tatsächlich mal hin. Und sonst hätten wir dann eigentlich, glaube ich, alles durch. Ja, Feuerwehr halt noch, ne? Ja, richtig. Wenn da jemand anzusprechen ist, gerne. Ich habe mir übrigens überlegt, wo du gerade die Counter rausgeholt hast, dass wir einen Counter machen für Strafbefehle. Wie viele Strafbefehle wir am Ende erstellt haben. Wo ist denn die Hauptstelle? Hier gibt es ja zwei Sheriff's Departments. Oder ich würde jetzt als nächstes erstmal zu den Park Rangern fahren. Okay. Dort waren wir gestern mit dem. Kann ich ja nebenbei machen, wir fahren hin. Okay. Klick, klick. Rebel Radio und spannend. Klick, klick. Kann ich hier nebenbei fertig machen. Wenn euch noch irgendwelche Counter einfallen, sagt Bescheid. Also, wie nennen wir den denn? Da ist ein Strafbefehl. Das ist kurz für Strafbefehl. Auch ein kürzeres Wort. Luxury Cars heißt anscheinend dieser Car-Dealer. Ich mach mal einfach. Wo wir gerade waren. Mhm. 490 ist die Leitstelle. Mir scheint, als würden keine Personen vor Ort sein. Hm. Haben die eine eigene Nummer oder geht das alles übers PD? Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, es würde alles übers PD gehen. Alles klar, ich finde auch hier in dieser App nichts. Was machen die denn? Was ist denn ihr Aufgabenbereich? Laut deren Aussage kümmern die sich hauptsächlich um Tiere, Wasserkontrollen, alles was so um Umwelt geht und unterstützen das PD hier im Norden. Mhm. Müssten aktuell zu dritt oder zu viert sein. Wir können übrigens auch gerne mal zur Sandy Medical Clinic fahren. Das ist ja anscheinend getrennt. Oh ja, gute Idee. Mhm. Das wäre hier. Das ist getrennt. Okay. Mhm. Zumindest gibt es zwei Leitstellennummern. Einmal das Eclipse Medical Center, das Sandy Medical ist. Die Sandy Medical Clinic. Das ist anscheinend eine Klinik und unten ist das Krankenhaus. Ja, Unterschied. Klein und groß.
Er steht auch ganz ungünstig da, der Zug. Mhm. Wir sind weiter nach links und er wäre auf den Übergang. Das ist ja schnuckelig. Mhm. Wenn Sie möchten, können Sie ja einmal aussteigen und gucken. Sehr schön geparkt, Mr. Bionk. Ja, ich weiß. Ich komme nicht raus. Ah! Mr. Bionk, ich sitze hier noch. Ich kam gerade irgendwie... Haben Sie Ihren Gott gelöst? Ja, habe ich. Mehrmals. An und wieder ab und ach, perfekt. Vergessen Sie es. Sagen Sie öfters. Ja. Hat sich ja gelohnt, auszusteigen. Hervorragend. Ja. Mr. Bionk hat alles richtig gemacht. Mr. Bionk, 10 Punkte von 10 möglichen Punkten. Sie sind sitzen geblieben. Sie haben Effizienz bewahrt und durchgeführt. Es war keiner da. Hervorragend. Ja, dann ist hier direkt daneben das Sheriff Department. Die sollten meines Wissens nach nicht besetzt sein. Ah, okay. Das wird zurzeit alles noch vom PD aus. Ach so, das heißt, das oben auch nicht, oder wie? Oui. Oh, ich verstehe. Hm. Das ist ja spannend. Jedenfalls habe ich das am gestrigen Abend so verstanden. Mhm, was ist das hier? So, das haben wir schon mal. Donuts? Gibt's hier Donuts? Sieht ganz danach aus. Hm. Ich verlockend. Mich wundert, dass er kein Polizist ist. Hm. Sieht aber sehr nach Donuts aus hier. So, in der Storastik ist es schon mit eingefügt. Das ist ein Dönerladen. Das ist ein Dönerladen. Statistik auch noch einfügen. Haben wir jetzt alles? Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe alles. Oh Mann! Mit Fleisch drin und so, es ist voll ganz lecker. Also ein Burger. Salat machen. Ja, aber irgendwie klein Döner, ich habe okay, keine Ahnung. Ich wollte es mal probieren nochmal. Leider noch. Also ein Pulled Pork Burger. Könnte man so sagen. Ja, hervorragend. Sie wissen noch nicht zufällig, wo die Mitarbeiter sind. Also wie oft die entführt oder wie oft sie bedroht wird. Okay. Ja, okay. Aber da warten wissen. Wir, bis wir das erste Mal entführt oder bedroht werden. Wollen Sie diesen Döner ausprobieren, oder? Exakt. Alles gut, Go. Ja, ich verstehe. Ich trinke gleich was, ja. Wir hatten Hunger. Leider geschlossen. Deswegen machen wir uns weiter auf die Suche. Ich kann den Noodle Exchange empfehlen. Stimmt, habe ich auch schon Werbung gelesen. Die sind echt super. Schmeckt sehr gut. Die haben richtig gute Mochis. Und Sushi. Was sind denn das? Mochis. Ah, so komische, klebrige, irgendwas Süßes. Mhm. Ist lecker, aber ist klebrig. Unterschätzen Sie nicht den Wert von Mochis. Okay. Vor allem mit Eis. Ich kenne das nicht. Müssen Sie mal probieren. Ich bin nicht so oft in der Stadt, deswegen. Die liefern, glaube ich, auch. Wir machen mal einen Ausflug. Wir machen mal so eine Foodtour mit dir durch Los Santos. Gut. Ja, perfekt. Wundervoll. Dann wünsche ich auch noch genauso viel Erfolg wie uns selbst. Ja. Die einen haben wir quasi erst ausgestellt, die anderen sind ja noch nicht verschickt. Menschen finden, dann schicken wir den hier hin. Warum funktioniert das? Und wenn jemand von euch ein Tattoo braucht, Tattoo Harmony, ja. Tattoo Harmony. Wissen Sie, wo man Rum bekommt? Rum? Mhm. Wie kommen Sie auf Rum, ist wen? Wieso fangen Sie denn die E-Bots sich? Ach, Botti ist nicht mehr... Nee, Menschen sind auf der Suche nach Rum. Ich frage mal ein bisschen Rum. Kein Sammel. Haben sich Mühe gegeben. Ja. Wow. Wirklich. In der Zukunft kann es ja noch was werden. Das war eine ernst gemeinte Frage. Haben Sie Rum gefunden? Ich dachte, das wäre ein Scherz. Nein, das war ernst gemeint. Mit dem was, dann fragen Sie hier Rum. Ah. Ja. Ich frage nach, ja. Ja. Danke. Nein, negativ. Ich weiß nicht, wo man Rum herbekommt. Okay. Warum schmunzeln Sie jetzt so? Ruhig nicht. Ah, schön. Muss wäre schon was vergleichen, aber das lasse ich lieber. Ja, das sieht so schick aus. Fragen Sie sich nicht. Ich glaube, wir müssen weiter zum Tattoo. Fragen Sie doch einfach. Nein, ist schon in Ordnung. Komm auf, wir müssen zum Tattoo laden. Wundervollen Tag wünsche ich noch.
Jetzt habe ich einen Grund, mal bei Ihrem Tattoo-Laden vorbeizukommen. Schönen Tag noch. Oh, perfekt. Das nennt man Kundenakquise, ich verstehe schon. Bauern, sage ich Ihnen. Bauern. Wir sind hier doch nicht auf dem Acker, Miss Wayne. Naja. Ja, Body verabschiedet sich immer zwischendurch mal. Am Anfang Bauern. Ist er immer da und dann geht er irgendwann nach Hause. Das ist ein Unterschied. Ja, weil. Weil die alle nichts können. Bauern, ja. Es gibt normale Bauern. Alter, ja, ist sie hochlesig. Und dann gibt's die High-Performer-Bauern. Wissen Sie, woran Sie wow. die erkennen? Die High-Performer-Bauern. Ja, die war doch letztes Mal nicht so. Das sind die Leute, die alles besser wissen, alles können und am besten die von Ihnen verlangen, dass Sie jetzt sofort das Gesetz für die abändern. Wie haben Sie die genannt? Das High-Performer-Bauer. Wow, das nenne ich effizient. High-Performing. Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Die war das letzte Mal aber nicht so. Eine Fliege verschluckt. Beziehungsweise hochnäsig ist es ja eher. Es war heute im DOJ, heute Mittag, da habe ich mich mit Mr. Kilpatrick und Mr. Grant unterhalten und dann kam da ein älterer Herr und meinte, ja, ich suche rum, bekomme ich hier rum bei Ihnen? Und haben wir gesagt, das ist das DOJ. Und dann haben wir uns, naja, man hat sich unterhalten und da hat er gesagt, er kommt morgen nochmal vorbei und fragt, er bringt uns Kaffee mit und fragt, ob wir herausgefunden haben, ob wir wissen, wo man rumbekommt. Und naja, er hat gesagt, man tauscht sich dann aus an Rum-Informationen und dann habe ich mir gedacht, frage ich doch einfach mal nach. Außerdem bringt er mir einen Tee mit, also von daher. Ich verstehe. Was ist eigentlich das Community Center? Boah, Sie stellen Fragen, keine Ahnung. Können wir da mal hin? Können wir da mal bitte hin? Natürlich. Wissen Sie es zufällig, Miss Zane? Negativ. Bin auch erst seit gestern in der Stadt. So, wunderbar. Zählt die Fahrzeugreparatur? Nee, Owen hat ja das Fahrzeug kaputt gemacht und reparieren lassen. Das zählt nicht, oder? Ich finde, das zählt nicht. Community Center. Das hört sich auf jeden Fall sozial an. Eigentlich ist das ein Treffpunkt. Mhm. Vielleicht eine Anlaufstelle für Bürger. Wer weiß. Schön. Kombiniere. Erzählt nicht. Wir haben es nicht kaputt gemacht, das Auto. Erzählt. Wo sind denn die ganzen neu eingereisten? Wo, Leute? Ich meine mich zu erinnern, dass das hier irgendwo sein müsste. Guck mal, das sieht auch neu aus. Das nicht? Also hier ist auf jeden Fall der Friseur auf der anderen Seite. Ah, hier ist es doch, das Schild. Community Center. Sieht aus, als wäre da keiner drin. Ach so, wie für uns, okay. Okay. Es war kaputt, aber ich bin weder gefahren, noch habe ich die Reparatur bezahlt. Also hat mit mir nichts zu tun. Ich hätte echt willkommen geheißen, ich sag's Ihnen. Einfach fast meine Nase gebrochen. Ich glaube, das Problem ist eher, dass die Leute vielleicht andere Arbeitszeiten haben als wir. Hier. Das ist schon frech. Vielleicht haben die schon Feierabend. Wirklich, das ist wirklich frech. Das Tablet funktioniert sogar hinten. Nice. Was ist das hier für ein Park? Da steht ein Schild, da steht drauf, Welcome to Mirror Park. Ich würde sagen, Mirror Park. Mhm. Das ist eine nette Gegend hier. For sale. Sehr gut.